Privateigentum ist die Grundlage unserer marktwirtschaftlichen Ordnung. Es ist die Quelle unseres Wohlstands, weil Menschen einfach motivierter sind, etwas zu tun, wenn sie was davon haben. Und Eigentum sichert natürlich auch Freiheit, denn ein Mensch, der selber Eigentum erwerben kann, ist natürlich auch selbstbewusster. Und wir wollen ja eine offene Gesellschaft mit selbstbewussten Bürgern. Also in der Tat muss man schon sagen, dass in den letzten Jahren durch das regulative Umfeld das Vermieten schwerer geworden ist. Wir haben insgesamt ja eine politische Diskussion, wo es darum geht, dass Mieten nicht zu stark steigen dürfen, was ja im Grundsatz auch richtig ist. Wir brauchen starke soziale Leitplanken. Aber mein Eindruck war immer schon der, dass wir sehr aufpassen müssen, dass die vielen privaten Kleinvermieter, die ja den weit, weit überwiegenden Anteil der Wohnungen in unserem Land stellen, die wir brauchen, um die Probleme auf dem Wohnungsmarkt zu lösen, dass wir die am Ende nicht rausdrängen. Politik sollte einmal wieder verstehen, und das wäre ein Signal, das wir uns von diesem Verbandstag wünschen, wie sehr die Bürgerinnen und Bürger von den politischen Maßnahmen betroffen sind. Das gilt im Bereich des Mietrechts, wo alle immer nur verhindern wollen, dass große, böse Unternehmen Dinge falsch machen. Aber es trifft die kleinen privaten Vermieter. Und das gilt natürlich auch gerade für die Energiewende im Gebäudebestand, die an den Bürgerinnen und Bürgern orientiert sein muss.